für die 19. komplett überarbeitete Auflage des Standardwerkes Waldeyer Anatomie des Menschen wurden alle Abbildungen anhand eines einheitlichen Farbkonzeptes überarbeitet und modernisiert. Das Kapitel Allgemeine Anatomie, so wie Waldeyer es ursprünglich vorgesehen hatte, wird in editierter Form wieder eingefügt. Alle Kapitel sind von einem hochrangig besetzten Herausgeber- und Autorenteam inhaltlich neu überarbeitet, einheitlich gegliedert und speziell auf die Bedürfnisse von Medizinstudenten abgestimmt worden. Kommentar unserer Redaktion. Vorweg, 80 Euro für ein solches Anatomielexikon ist echt günstig. Man muss kein Mediziner sein, um das Buch zu verstehen. Es ist prima geschrieben und zudem auch noch leicht verständlich. Beim Durchblättern stolperte ich immer wieder über so manchen Aha-Effekt. Das Buch eignet sich besonders für Studenten, die ihre Notizen aus der Vorlesung noch einmal vervollständigen wollen oder das Gelernte vertiefen wollen. Für Studenten ein unverzichtbarer Studiumbegleiter. Waldeyer Anatomie des Menschen in der 19. Auflage von Anderhuber, Pera und Streicher erschien bei De Gruyter.